Einer neuen Folge Ark Survival Evolved mit mir, dem Torben und dem Tobi. Hallo Tobi. Hallo. Oh, Tobi ist mal wieder am Fressen, Junge. Sag richtig Hallo. Guten Tag. Und dein Headset ist kaputt. Sag nochmal Hallo. Hallo. Okay, jetzt ist gut. So, wir haben den Stego. Ist gerade mitten so in die Aufnahme geplatzt. Wie heißt er? Stegi. Stegi muss ein Stego heißen, doch. So. Oh, Tobi, was ist mit deinem Headset kaputt, Alter? Ich weiß es nicht, es ist kaputt. Ja, Leute, wir haben die beiden Stegos, die wir letztes Mal hier erlegt haben am Strand, gezähmt. Den einen ist jetzt schon ein bisschen länger her, da haben wir eine Aufnahmepause zwischen gemacht. Und dann jetzt, warum Verschlinger? Keine Ahnung, irgendein Name außer Stegi. Nein, Stegi ist gut. Nein. Doch, aber dann mach Verschlinger weg, das hört sich ja absolut kacke an. Ja, ich weiß, warte, wir nennen dann sie nennen Maultier. Warum Maultier? Nein! Das ist beleidigend. Wir nennen sie erstmal dann Stego 2. Wow. Ja, besser als Maultier. So, ja, boah, dein Headset, ey, das macht mich gerade aggressiv. Ich guck mal eben nach. Mach du mal da Ansage. Und nee, jetzt geht's nicht. Jetzt es geht, Tobi, es geht. Alles gut. Alles. Oh, jetzt nicht. Tobi, hör auf! Warum machst du das? Leute, ich kapiere es nicht. Was mit diesem Tobi falsch gelaufen ist. Also. Oh, das muss doch nicht sein. Nicht in der Aufnahme. Leute, was haben wir gemacht zwischen den Folgen? Ganz einfach, wir haben hier eine riesige Fläche an Holz abgefarmt. Und daraus haben wir dann gemacht. Wir gucken einmal hier in Dreihorn rein. Hier haben wir 5 Wooden Foundations, 3 Wooden Walls und 5 Wooden Window Frame Walls. Und in Stücks gucken wir auch einmal rein. Hier haben wir 11 Wooden Walls und 7 Wooden Foundations. Und worauf läuft das hinaus, meine lieben Freunde? Ganz einfach, wir wollen in dieser Folge unser Haus bauen. Das ist auch mal was anderes. Und damit ihr das auch so mitkriegen könnt, haben wir gedacht, nehmen wir das Ganze auf. Tobi? Ja, so. Erstmal müssen wir jetzt mit den ganzen Dinos nach Hause. Das heißt, du geh mal ein bisschen zur Seite, damit die ganzen Stegos hier wegkommen. Ja, die nehme ich ja mit. Ja, nimm dann auch das Dreihorn mit. Ja, klar. Du musst den ganzen Rest nehmen. Oh, warte, ich wollte Greeny nicht. Ach, du Kacke, was ist das denn für eine Karawane? Also, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall Mate-Boosted Stegos, was richtig krass ist, weil die Eier von denen richtig geil sind. Achso, ich wollte mir einmal die Stats von dem 30er angucken. 1026 Health, 131 Midi-Damage hat er jetzt. Heftig, okay. Ja, das ist auf jeden Fall richtig heftig, wollte ich euch kurz mitteilen, Leute. Weil die machen auch ordentlich Damage. Jetzt hört mir auf zu folgen, ich muss doch erst wenden. So, ich mach schon mal hier Chili con Carne bereit. Ich sammle mal auf dem Weg wieder ein bisschen Marco Berries, ne? Ja, unser neuer Kanu hier. Tobi, der Stego hängt fest. Welcher? Der Stego, der einzig wahre. Ja, dann musst du Greeny einmal wegparken. Okay. Jetzt gehen mir natürlich schon die Kanus auf den Sack. Oh, wow. Okay, jetzt sollte es funktionieren. Wow. Ich hab eine Stego-Familie hinter mir. Was geht hier ab, ja? Alter? So, Kanus, sehr gut. Greeny, du folgst mir mal am besten. Okay, nein. Er steckt in Angelina. Leute, was mal? Warum ist Devil hier? Weil wir den erst hier gezähmt hatten. Ah, Junge, du hast den Stego an. Der Stego ist auch nicht auf mich. Ja. Alt. Wow. Dann kann er auch nicht hinterherlaufen. Ah. Stego, enable following. Renn weg. Hey. Renn weg. Wer, ich? Ja, bevor die alle hier wieder hinkommen, ey. So. Den Devil. Der sieht voll cool aus. Ab wann kann ich einen Stegosaurus so dann machen? Dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ab Level 30. Ah, so. Ich bin 28. Nice. Wir reiten einfach mal auf Peter, damit wir nicht so schnell wegrennen können. Sonst kommen die anderen hinterher nicht hinterher. Tobi, ich überhole dich mal, bevor du da reingehst, okay? Warte einmal ganz kurz. So. Willst du damit sagen, ich bin lahmarschig? Würde ich fast sagen. Warte, Tobi, bevor du da reinrennst, bitte, sonst stehen wir uns wieder alle im Weg. Ich komme. Ich ziehe links vorbei. Bam, 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 bam. Dann hast du Angelina und du hast Angelina nicht mit. War gewollt, die kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. War das dein Ernst? Nein! Oh nein, ich komme nicht mehr raus. Leute.
Ich guck schon. Nein, ich. Ja, machst du? Ja. Okay, wir müssen echt mal den Pfiff lernen. Also, gucken wir, auf welcher Steuerung das da ist. Also, es gibt einen auf U und einen auf. Hallo, hörst du auf zu laufen? Und Z. Okay, dann hol mal Angelina. Was machst du denn mit der auch? Ja, nee, ich wollte ja eigentlich auf der reiten, deswegen habe ich die nicht auf Following gestellt und dann bin ich auf Peter geritten und hab's vergessen. Ach so, ich darf nicht zu weit wegrennen, stimmt. Warte, ich guck mal, wie weit du entfernt bist. Mann. Boah, wie die Kanus hier einfach stehen, ne? Und dann die Raptoren. Und da drüben steht die Familie Mrs. Schwergewicht. Mr. und Mrs. Schwergewicht und Kind Schwergewicht und sonstige Schwergewichte. Und ein Schwergewicht haben wir noch in der Base, den Rainer, liebe Leute. Den haben wir gar nicht mitgenommen auf unseren Trip. So, falls ihr schon eine kleine Veränderung bemerkt habt, ich nehme jetzt endlich mal mit Open Broadcaster Software auf, weil mit Fraps passieren einfach immer komische Sachen in Ark. Und ich wollte sowieso schon länger mal auf oh Gott, Open Alles Broadcaster wird gut, Software Tom. umsteigen. Ja, deswegen. Alter, was? Tom, nicht! Bist du dumm? Komm zurück. Alter, du bist so ein Warum? Faggot, Mann. Komm zurück. Wie lange Du bist. brauchst du denn, ey? Ja, Junge, ich war gerade beim Umladen, weil sich der Track nicht mal richtig bewegen konnte und in dem Moment ziehst du mich weg. Ja, kann ich da nichts dran machen. Jetzt musst du warten. Ich bin gerade beim Sortieren. Warum sortierst du jetzt? So, jetzt komme ich. Nee, nicht sortieren, am Following stellen, meine Ach ich. so. Nur das ist ganz schön schwierig bei drei fetten Dinos, die einem ge. Alter, die einem immer in den Weg rennen. Das kann ich mir vorstellen, du. Ha! Ich glaube, ich habe jetzt alle. So, und dann sitzen wir uns. Dumdi. Oh ja, sie probieren's. Was vorbeizukommen an sich, oder was? Nee, sie probieren mir zu folgen. Ah. Guck mal, ob ich alle drei mitkriege. Ich nehme jetzt keine Rücksicht auf die Liste. Na, ja, das müssen wir dann wohl überprüfen, wenn die hier sind. So, bei Steam offline stellen. Fertig. Go on. Also ich sehe, ja, ich sehe alle drei. Sehr gut. Ja, dann fahr mal weiter. Mach ich. So, Leute, denn ich weiß gar nicht, wie ich das mache, weil die letzte Folge, wie gesagt, Fraps macht komische Scheiße, ist also nicht die letzte Folge, sondern die, wo wir mal Holzfarmen waren, wurde einfach Tobis Tonspur gar nicht aufgenommen. Deswegen habt ihr nicht gesehen, wie wir die Mauer gebaut haben. Deswegen werde ich euch hier einen ganz kleinen Einschnitt einfügen, indem ihr seht, wo wir das machen. Jetzt. So, das war's auch schon. Einfach nur, damit ihr seht, wie wir die wunderbar gebaut haben. Und ja, die steht jetzt auf jeden Fall. Jedoch ist uns aufgefallen, dass wir in unseren Planungen beim Mauerbau einen kleinen Fehler gemacht haben. Und den gucken wir uns jetzt sofort mal an. Peter? Peter? Danke. Ja, Tom, du solltest die erstmal alle auf Endfollow stellen, ne? Bin gerade dabei, lieber Tobi. Ja, jetzt ist Greenie wieder weggerannt, Mann. Wieso, wo ist denn... Ach, hi. Gib mir Greenie! So, du gehst weg und... Ja, warte, darf ich den eben auf End-Following Ja, dann mach. stellen? Ja, Hast kann du? ich jetzt nicht. So, jetzt. Okay, Angelina. Nein, du bist nicht Angelina, du bist ein bisschen zu fett. Noch nicht alles Holz verarbeiten, bitte. Ich brauche noch ein bisschen. Ich will doch nur einmal kurz zeigen, Okay, dann was wir mach das. gemacht haben. Also hier die Mauer gegen den Alpha-Raptor haben wir hier gebaut. Und hier ist uns halt ein kleiner Fehler in unseren Planungen aufgefallen, denn der kann auch noch oben über den Felsen laufen und das haben wir halt hier nicht mit einberechnet. Wir haben nur hier halt zugemacht. Wo ist der Alpha-Raptor? Ach, da hinten. Gut. Und auf der anderen Seite ist auch ein kleines Tor. Das haben wir an einem Felsen gebaut. Wollen wir hinterher auch noch mal richtig machen. Aber Hauptsache erstmal ist zu, wie ihr. Oh, hier ist ein Eier-Raptor in unserem Teil. Wie ihr hier seht, ist auch zu. Tobi. Ich bring zwei fette Viecher noch mit. Ein Ia-Raptor. Ha? Ein Eier-Raptor, wo ist er denn Ja, ich hol mir jetzt? den gleich. Warte mal. Nein, nicht töten. Den bewahren wir Warum? auf. Den müssen wir irgendwo mal zähmen. Wir kriegen ja jetzt viele Eier. Ja. Ich glaube sogar, der steht auf Stego-Eier. Was? Ja, den zähmt man mit Eiern. Alter. Das ist richtig heftig. So, So. Vorsicht. Einmal weg. Schwergewicht. Oha. Ja, stell die mal alle so nebeneinander, dann können die nämlich schön Eier legen, die Stegos. Ha. Den Styx brauchen wir auch noch dabei, weil der ist das einzige Männchen, was wir haben. Ja, ich probiere gerade. Ach,
Ach, der kann sich nicht bewegen, der Idiot. Der Rainer. Ja. Oh Mann. Ui, ja, 250 von 265 nur an Bären, das ist schon viel. So, was wohl? Lol, der Styx drängt sich einfach durch die Mitte. Ja, gut, ne? Lol, hier ist so ein lila Licht gespawnt. Interessant. Du kannst jetzt auch schon die ersten Lichter öffnen. Jo, ich mach direkt. Ja, das kannst du nicht öffnen. Nein? Ich glaube nicht. Kannst ja gleich mal gucken, aber ich glaube nicht. Steht das jetzt schon hier? Nein. Oh, Torben. Was denn? Hä? Lol, warum hast du den Eierraptor denn angegriffen? Ich habe ihn nicht angegriffen. Die waren auf Neutral gestellt und haben sich angegriffen gefühlt. Hä? Aber das sind doch ganz normale Eierraptoren. Die tun doch keinem was. Wir warum sollen nicht passiv stellen. Warum haben selbst die Dodos mit angegriffen? Weil die auch auf Neutral sind. Ja, aber trotzdem. Alle Dinos von, nee, und sobald ein Dino von uns angreift, greifen die auch an. Es musste nur ein Raptor den angreifen. So, ich nehme mal die Fleischfresser. Ja, dann ist er aber... Die Fetten. Dann war der aggressive. Ja, Moment, ich stelle erstmal die Dodos hier wieder weg. Die stehen nämlich mitten im Weg. Kommt her, ihr Scheißviecher. Ja, toll, macht ihr das? Was macht denn der Kevin? Boah, Junge. Guck mal, alle gehen wieder richtig und dann kommt der Kevin. So, Kevin, komm mit hier. Ja, das ist okay, die können da durch. Wie einfach so drei Dodos an so Fleischfressern vorbeirennen. Das fand ich witzig. So, komm her. Kommt her, Familie Dodo. Hier, ja, ja. Aha, ist, Kanu abgestellt. Jetzt nur noch. Du bleibst stehen. Disable Following. Du bleibst stehen. Disable Following. Entschuldigung mal. Dodöchen. Komm schon, okay. Devil. Passt so. Okay, passt. Ich wäre dir übrigens sehr dankbar, wenn du die Schwergewichte übernehmen könntest. Ja, kann ich machen. Aggression Level Neutral. Ich stelle ihn auf Passiv. So, also, ich stelle jetzt jeden fetten Dino einzeln um. Passiv. Komm her, Stego 2. Passiv. Denk dran, die auf Passiv zu stellen. Ja, so, wir müssen jetzt von hinten kommen. Ich wusste es. Ich habe nur darauf gewartet, dass Tobi wieder lacht. So. Komm her. Jetzt gehen wir nämlich hier von hinten an den Styx ran. Oh, perfekt. Das machst du gut, Stego 2. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Okay, Tom. Alles wird gut. Perfekt, Stego 2. Disable. Warum bewegst du dich denn jetzt wieder? Danke. Lol, er steht einfach perfekt. Hier ist Kevin. Der läuft hier noch rum. Junge, was ist mit dem? Echt, ey. Ja, du hast den auch auf Enable Wandering gestellt. Oh, das war nur aus Versehen. Nee, das hat er alleine gemacht. Der Kevin. Wow, ist das dein Ernst? Musst du gerade jetzt mit dem fetten Stego hier durchlaufen? Ja, musste ich eigentlich, Das war ja wieder echt genius. Okay, komm mit. Also, ich kann jetzt mal gucken, wann du den Drop öffnen könntest. Das geht nämlich ab Level 35 ist der Dino. Schade. So, komm her, Stego. Aber wir können uns bald schon dann auch den Petranodon sehen. So ein Petranodon, nicht den Petranodon. Den einzig wahren. So, du packst auf der Seite ein. Gut machst du das. Sehr perfekt. Nicht bewegen. Warte, nicht? Nein. Ach Mann, warum denn? Warum stellst du dich mitten da rein? I don't get it. Nein, nicht Styx. Ich will den hier bewegen. Oh Leute, ich bin dehydriert. Ist mir jetzt mal so gerade aufgefallen. Ja, ich auch, aber das ist okay. Ich hol mir Wasser. Nee, ich will nicht sterben. So schnell stirbt man nicht. So, komm. Nächster Versuch, Stego 16. Komm mal mit. Ja, follow me. Wieso habe ich Stego 16 gesagt? Vielleicht, weil der Stego Level 16 heißt. So. Ja, gut, das Problem nur bei diesen Cropplots ist, dass die Nunkoberries auch irgendwann spoilen. Ja, das stimmt. Wieso deswegen sind da schon welche da drin? Mehr drin? Ach so. Jo, ja, perfekt. Endlich habe ich die geparkt, die Drecksäcke. So. Ich bin so stolz auf dich. Das wird deutlich leichter, wenn wir für die einen Sattel haben, ey. Ja, bald. Hier kommt Dreihorn hin. Und Rainer, du kannst einfach da stehen bleiben, das passt so. Jetzt nur noch der Peter. Und zack.
Euch habe ich gesucht. So, perfekt. Tobi, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch langsam mal an zu bauen, oder? Ja, ich suche gerade Narcoberries. Ich schnapp mir schon mal hier die Wooden Foundations, die ersten, und dann können wir zusammen planen hier. Wo ist Mr. Alpha? Erstmal trinke ich jetzt was. Wollen wir erstmal die Mauer fertig bauen, oder? Ja, wenn du mir sagst, wo Mr. Alpha ist. Warte, ich kann gleich mal gucken. Waterskin erstmal wieder auffüllen. Zack. Ach, da ganz hinten. Ja, dann machen wir jetzt die Mauer erst fertig. Okay, wenn du mir 2 Sekunden gibst. Ja, ich muss noch die Dinger craften. Komm schon, kann ich noch springen? Ja. Ich muss noch die Dinger dafür craften. Wenn du weißt, was ich mit Dingern meine. Die Foundations, die Defense Foundations. So, erstmal nochmal 50 Narcotics. Sehr schön. Das bedeutet einfach 250 Narcoberries, die gerade draufgehen. Wichtig ist, wenn wir uns ein Skorpion zählen, brauchen wir auch ein bisschen Spoiled Meat. Oh, wir haben eine Refining Forge hier drin. Können ja, wir hier auch in unser Haus platzieren? Ja, deswegen, die lässt mich bitte aufbauen. Ja, hinterher. Ja. So. Also wir brauchen Defense, ich nehme die Walls, du Defense, oder wie machen wir das? Ja, ich muss erstmal Defense machen. Was brauche ich denn dafür? Okay, übertreib's bitte nicht, ne, weil wir brauchen auch noch Wood. Ja, 2 Stück brauchen wir. Aber ich finde die da, da. Okay, das kostet nur 10 Wutsch. Ah. Das ist eine Mischung aus Wood und Thatch, nämlich ist Wutsch. So, Melee Damage. Craft, Level 29, Torben, das dauert nicht mehr lange. Alter, wieso kannst du so schnell Level dazu bekommen? Das finde ich nicht nett. So, ich habe auch ein Level up. Wollte ich nur kurz anmerken. So, ich habe kein Level up. Warum? Ah, doch, ich bin nur auf F gegangen, anstatt auf I. gehen wir nochmal auf Melee Damage. Ich bin jetzt schon bei 160 Melee Damage. Ich auch. Nice. Tatsächlich. So, Tobi, bist du soweit? Mit, ne? Ja, genau. So, hatten wir das abgesprochen, wo ist Sticks? Foundation, Refining Wall, da, One Wall, die wiegen einfach nur 44, easy. So, jetzt mal gucken. Alpha Raptor, wenn du direkt vorm Tor stehst, dann haben wir ein Problem. Nein, du bist noch da hinten. Okay, Beeilung. Go, go, go. Geh raus. Beeilung! Oh nein, wir müssen ja einen ganz schön weiten Weg hier gehen. Haben wir noch nie gemacht, seitdem der Alpha hier ist. Hier waren wir noch nie, hier oben. Doch, doch, ich war ganz am Anfang. Nur hier noch nicht. Ey, ich komme hier nicht hoch. Nein. Okay, ich will unsere Mauer in der möglichst geraden Linie fortsetzen. Hier ist unsere Mauer. Oh, wir brauchen mehr als 2, fällt mir gerade so auf. Oh, Junge, du hast doch nicht nur 2 gemacht. Doch, doch. Ja, dann mach noch mehr. Wobei, wir können doch theoretisch einfach hier zumachen, oder? Erstmal. Huh. Erstmal können wir doch einfach hier zumachen, oder? Nee. Da müsstest du, wenn dann hier. Hier, guck mal, wo ich stehe. Wo stehst denn du? Ach, da. Hier. Von hier, gerade Linie dahin. Ja, aber da reichen ja auch keine 2. Ja, dann leg mal schon mal hier welche hin. Ich bleib der Torben. Ja, nee, dann machen wir es hier direkt. Ah, nee. Nein, okay, machen wir nicht. Komm, ja, hin. Ja. Wie heißen die jetzt, die du gelernt hast? Wooden Fence Foundations. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. So, hier ist perfekter Snapping Point. Zack. Okay, ich will mal nicht hier runterspringen. Ja, aber ich würde sagen, einfach hier ein bisschen Holz nehmen, Torben. Bevor ja, du so stimmt. Bist. Ich brauche zwar eigentlich noch Thatch, aber das kann ich mir auch schnell hier ja, an den Kleinen. Ja, Thatch holen wir ja auch dadurch. Thatch mache ich an den Kleinen gerade ein bisschen. Du, oh Gott. Ich mache hier auch schon mal den Stein weg. Wobei, lass ihn erstmal stehen. Den können wir noch benutzen. Oder welchen meinst du? Achso, den. Bam, 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 bam. So, ich glaube, die lerne ich jetzt nämlich auch mal. Wooden Fence Foundation. Und so, mal gucken. Ich kann crafte noch eins. Ja, mach das. Ich kann eins craften. Craft Item. So, ich habe auch noch eine. Der Alpha Raptor kommt übrigens so langsam. Ah ne, der geht wieder. Na. Machst du die hier gerade? Ah, da hatte ich's. Ja, ich probiere. Alter. Ja, die hat wahrscheinlich keinen Snap, dann setzt sie normal. Doch, doch, hat die. Okay. Jetzt komm schon. Ey, nicht.
Komm, setz dich einfach normal hin. Ah, ich hatte gerade den Snap. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, okay, dann setz du. So, warte, ich hatte hier den gerade. Hatte. Wohlgemerkt. Oh, der. Okay, ne, er ist wieder weg. Ein bisschen. Warte, ich hab ihn. So, okay, ich setz Walls drauf. Ja, dann ist wichtig, dass du ein bisschen Thatch farmst, weil du hast wahrscheinlich viel Holz und kannst dann noch mehr craften. Ich kann noch eine machen. Ich setz hier schon mal eine zweite Schicht drauf. Nein! Oh, Tobi, nein! Warum denn? Hier kann doch nichts drüber springen. Und außerdem brauchen wir die Walls für unser Haus. Ich bin mir nicht so sicher, ob der hier nicht rüberkommt. Tobi, nein, kommt der nicht. Wenn, dann bräuchten wir die unten. Hier oben reicht ein Also Block. Soll ich jetzt Thatch farmen? Ja, weil dann kannst du noch mehr machen. So, ich habe hier den Snapping Point. Zack. Wie viele brauchen wir noch? Ich würde sagen noch 3, 4 tatsächlich. Okay, mir fehlt nämlich Fiber. Davon sollte ich, denke ich, was haben. Drop mir mal dein ganzes Wood einfach. Das macht es einfacher. Ja, warte, ne. Jetzt kann ich auch wieder welche. Ich kann 2 machen. Oh nein, ich bin schon außerhalb der Mauer. So, Moment. Ich habe den Snapping Point hier. Zack. Lol. Ach, jetzt hast du es. Hab ich die daneben gesetzt? Nein, du hast die falsch rumgesetzt. Egal. Oh. Lol, es sieht tatsächlich so aus, als hättest du die daneben gesetzt. Ja, egal. Hier guckt eh keiner hin. Ja. Boah, Gott. Hast du noch eins? Sonst kräfte ich noch eben. Ja, mach mal weg, aber ich weil ich sehe den Snap Point gar nicht. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber Torben gerade mal, weil Level 30 ist. Ernsthaft? Ja. Wie ging das denn jetzt so schnell? Okay, hier hat sie keinen. Hier hat sie keinen Snap-Point mehr, dann setze ich mal so. Ja, passt doch. So, damit müssen wir uns jetzt... Sollen wir... Ja, ich crafte nochmal 2. Achso, ja, dann passt es. Wobei der hier wahrscheinlich eh nicht mehr... Lol, guck mal, da unten ist jetzt auch ein normaler Raptor und die tun sich nichts. Wie gemein. Manu. Manu, Manu, Manu. Und danach machen wir uns dann endlich an den Hausbau, Leute. Ich weiß, ich habe drauf gewartet. Aber so eine Mauer ist auch wichtig. Oder, Tobi? In der Tat. In der Tat ist so eine Mauer wichtig. So, do it. Die letzte, da kommt er nicht mehr durch dann. Die Frage ist, kommen wir hier raus ohne... Ja, hier kommen wir ohne zu sterben raus. Prima. Tom, darf ich hier nochmal eine... Ich möchte hier nochmal eine draufsetzen. Guck Ach mal. Komm, scheiß drauf, Tobi. Da kommt der... Nein. Oh. Jetzt komm. Hier kommt der locker drüber. Das Nein, ist das Tobi, Problem. Da kommt der nicht locker drüber. Nur wenn der springt. Aber warum sollte er springen? Das weiß ich nicht. Genau. Der springt nämlich nur, wenn der... Wow, ich bin ziemlich tief gefallen, weil ich noch gesprungen bin. Ha, ich nicht. GG. So, jetzt Hausbau, Leute. Endlich. Ich hole die Foundations. Also die ersten, ich kann nicht alle tragen. Aber wieso darf ich die nicht holen? Ich habe die gecraftet. Ich habe auch welche gecraftet. So, hier kann man einmal upgraden auf Health. Jetzt hat er schon 1100 fast. Okay, Tobi. Wir expandieren ja hier in die Richtung. Foundation da. Bam. Ein Stück. Bam. Bam. Also Leute, wir haben so viele Foundations erstmal gemacht, weil wir direkt am Anfang also groß bauen wollen, damit wir keine Platzprobleme hinterher mehr haben. Wo stehst du denn bitte? Hier. Ich sehe dich nicht. Warte, ich kann dich ja mal einmal schlagen. Jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. So. Nein, ich habe dich echt nicht gesehen. Okay. Soll ich hier nochmal 3 lang bauen? Ja, bau die voll aus. So, ja, als, ich würde sagen. Als nächstes die Walls mit Window und die normalen Walls. Habe ich eigentlich so einen Wooden Door Frame schon gelernt? Ja, stimmt, den müssen wir... Naja, habe ich. Wooden Door Frame. Brauche ich noch ein bisschen Holz. Alter, das ist da haben wir jetzt gut viel Platz in unserem Haus. So, wir haben hier 2 Walls. Das heißt, hier mache ich auch schon mal 2 hin auf die Seite. Zack. Und dann können die in die Mitte nämlich perfekt 2 mit Windows. Soll ich hier mit 2 mit Windows hinmachen? Warte, ich sehe noch. Mach mal, wie du meinst. Okay. Ich vertraue dir mal. Aus dem Zweifel. Aber denk dran, ich wollte auch noch irgendwo die Tür einbauen, relativ mittig, glaube ich, oder? Ja, aber wahrscheinlich nicht an der Seite zum Abgrund. Sicher? Warum nicht? Ich weiß es nicht, du. So,
Hier haben wir zwei Walls. Das heißt, auf diese Seite müssen noch zwei Walls, damit es synchron ist. Sag mal eben, wo die Türen soll. Hier, guck mal, wenn du hier, mach mal hier eine Wall hin. Hast du gerade eine Wall? Dann mach mal hier eine. Nee, ich habe keine Wall mehr. Okay, ich will die Tür hier mittig machen. Das heißt, wir haben hier zwei. Ja, dann hast du aber hier schön zwei Fenster eingesetzt. Nee, es gibt keine Mitte wirklich. Ja, dann mach die auf die Seite. Hier gibt's eine Mitte. Also hier so, dass wir so einen Flur genau, haben. Genau, ja. Okay. Das finde ich auch ganz nice. Und dann habe ich hier nämlich eine Idee auch für das System. Zack und zack. Finde ich auch ganz nice, dass man so zwei Fenster an der Tür hat immer. Und dann kommen hier halt zwei hin. Und dann können wir hier theoretisch hinterher nochmal einen Ausgang für unsere Farm hinmachen. Weißt du? Finde ich schon ganz nice eigentlich. Also hier kommt eins hin. Ach, dieser scheiß Dodo, Mann. Ja, die haben jetzt. Die haben jetzt bald, dem bauen wir einen Abfalleimer. Auf Wait wolltest du die immer haben, ne? Ja, genau. Ja, wunderbar. Jetzt hier nochmal nach Walls irgendwo kramen. Drei Mann müsste doch noch welche haben, oder? Stimmt. Nee, tatsächlich hat er keine. Warum das denn nicht? Ach, ich glaube, ich weiß, wer die hat. Oder? Hast du die? Peter skillen wir auf was? Mach mal Movement Speed. Movement. Ja. Hat er relativ wenig. Ja, das war es tatsächlich auch schon an Mauern, die wir haben. Ich guck da nochmal in ein paar. Dann lass uns schnell noch ein bisschen Inneneinrichtung machen. Danach muss ich eh los ins Fitnessstudio. Ach. Ich muss so eine Wooden Ramp lernen. Wozu? Für den Eingang? Ja. Dann mach das doch. Ich kann nämlich schon mal die Preserving Bin machen. Meinst du, so eine Wooden Ramp macht Sinn? Stone und Wood? Ja. Für den Eingang, das sieht cool aus. Und ist ganz praktisch. So, Preserving Bin. Kann ich direkt zwei machen, ist glaube ich auch ganz sinnvoll. Ja. Bam, ja. Ach komm, Alter, jetzt muss ich hier noch das Roof. Und Storage Box brauchen wir natürlich auch noch. Storage Boxen. So, zack. So, warte, jetzt muss ich mal eben gucken, wo habe ich denn hier Holz noch? Sollen wir uns später, sage ich mal, unsere Küche hier hinten einrichten? Also quasi direkt gegenüber. Ich sehe gerade gar nichts. Ja, ich meine, so direkt gegenüber von hier, wo auch schon Mortar und Pestle stehen, weißt du? Da tue ich noch ein Refining Fortune, ne? Ja, klar. Also tue ich das jetzt hier so an den Eingang, richtig? Die Wooden Ramp? Zeig mal. Ja, mach mal. Mach einfach mal. Ja, siehst du. Ist doch ganz okay, ne? Geh mal weg, sonst komme ich hier nicht rein. Oh, Entry Pin Code. Ja, Pin Code wäre sehr sinnvoll, glaube ich, bei uns. Guck mal, Tobi, soll ich... Komm einmal. Achso, da bist du. Ja, guck mal, sollen wir hier hinten die Küche hin, ne? Also, sage ich mal so, die Küche. Ja. Okay, dann soll ich die hier an die Wand stellen, wo ich hingucke, oder hier? Demolish. Ja, Moment. Ich muss eben die Fackel hier kaputt machen. So. Das Spark Powder kann ich sowieso gebrauchen. Ja, das brauche ich auch. Wohin? Entweder in die Richtung oder in die neben Mortar und Pestle. Ich würde in die, also hier dran machen, an die Wand. Okay. Ich zeige nämlich, hier mache ich nämlich die, Moment, dann ist glaube ich ganz praktisch, irgendwie in die Third Person zu gehen. Und dann kann man das hier perfekt. So, requires wood to activate part unrefined resources. Zack. To refine them. Oh, Tom, perfekt an die Wand platziert, doch nicht, aber einigermaßen gut. So, und hier kommt nämlich direkt dann, Tobi, gehst du einmal? Danke. Einmal kurz überprüfen. Sollte so aber passen eigentlich. Komm, YOLO. Zack. Ja, nice. Da haben wir unsere zwei Preserving Bins. Und jetzt, Tobi, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ja. Wir haben uns. Wenn du mir zwei Sekunden gibst. Nein, gebe ich dir nicht. Wir haben uns ein bisschen hier im Haus schon eingerichtet. Grundsätzlich hier schon mal haben wir jetzt Kühlschränke, was schon mal ganz wichtig ist. Dann hier können wir Eisen schmelzen ab jetzt, was auch wichtig ist, ja, sehr sogar.
Ja. Und vor allem sind wir bald ein Ja. wenig sicherer gegen Ja. Dinos und haben ein bisschen Platz mehr. Ja. So, Ja. Leute, Ja. deswegen würde ich Ja. sagen, Ja. Tobi, jetzt halt doch mal dein Maul, bitte. Deswegen würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da und abonniert, um nichts mehr Ha. zu verpassen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und Tschüss. ciao.